Ja, wir sind heute in der Schweiz bei der Firma Fab Design. Und wie lange gibt es Fab Design denn schon und was ist die Spezialität von Fab Design? Wir feiern dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Und wir haben ursprünglich angefangen mit der Modifikation von Mercedes-Fahrzeugen. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen erweitert. Wir arbeiten heute mit anderen Marken wie McLaren oder Porsche oder Range Rover noch. Also das heißt, unser Programm hat sich vergrößert und wird sich immer wieder vergrößern. Und Hauptgeschäft ist quasi der optische Umbau der Fahrzeuge und auch die Innenraumveredelung? Das ist richtig, ja. Also wir sind eigentlich spezialisiert auf die Außenveredelung und Innenveredelung. Auf Kundenwunsch machen wir auch Motorentuning. Nicht bei allen Fahrzeugen, aber es gibt gewisse Typen, wo wir auch Motor anbieten können. Mhm. Jetzt ein komplett veredelter SLR. Was genau ist daran gemacht worden? Also dieses Auto haben wir gebaut eigentlich als One-Off und den haben wir so für unser 20-jähriges Jubiläum gemacht. Das Fahrzeug war ein Basis SLR Roadster und wurde zuerst mal umgebaut auf unsere Limited Edition Bright Version. Nachher haben wir mit dem Kunden das besprochen. Das Fahrzeug gehört einem arabischen Kunden. Und wir haben gesagt, wir bauen dieses Fahrzeug mal in einer kompletten Sicht Carbon-Art und Weise. Das Fahrzeug ist von vorne bis hinten, alle Details sind in Carbon, wie Sie das sehen können. Und wir haben dann auch die Innenausstattung auf das Fahrzeug angepasst. Kundenwunsch war ein bisschen blau. Wir haben eben die Vorschläge gemacht und haben zusammen so das Auto erarbeitet. Und der Umbau hat wie lange gedauert? Der Umbau komplett mit dem Carbon, mit dem Außenumbau, mit Interieur und mechanisch sind wir praktisch bei einem Jahr. Also es ist sehr aufwendig auf jeden Fall. Ja, das kann man sagen, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich das neueste Fahrzeug, ein veredelter Mercedes GTS, richtig? Das ist richtig, ja. Das Fahrzeug haben wir vor einem Jahr in Genf am Salon als Premiere vorgestellt. Die Basis ist ein AMG GTS und wir haben dieses Fahrzeug außen veredelt, das heißt, wir haben eine Breitversion daraus gemacht. Das fängt vorne mit der Stoßstange neu an, das sind die Kotflügel vorne, die Seitenschwelle, die Kotflügel hinten, die Felgen sind speziell für das Auto gemacht worden. Ja, und auch mit dem Heckflügel, muss auch sagen, dass das ganze Fahrzeug, so wie es hier steht, allen Normen entspricht. Das heißt, es ist alles TÜV geprüft und abgenommen. Man kann mit dem Fahrzeug so fahren, wie es hier steht.